Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval. Ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Im schlafenden Dorf. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen blöd angestellt. Und wir starten jetzt noch einmal. Und ich hoffe, dass wir es diesmal halbwegs hinkriegen. Und ja. Ich nutze jetzt ausnahmsweise mal den Brücken. Also, das ist Brückentag. Halloween. Und ja. Beziehungsweise. Kann man es reinfeiern nennen? Ja, doch, ich feiere quasi in Halloween rein. So. Mich gerade seelisch drauf vorbereiten. Der Meister beherrscht die Dorfbewohner, tut ihnen nicht weh. Aber den Wachen, die sind auf der Suche nach einem Machtobjekt. Ja, tu ihnen nicht weh. Danke. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das machen soll. Und Salem nervt im Hintergrund. Hier stand einst ein Kruzifix, doch der Bürgermeister nahm es mit. Findet Ersatz und seht, wie die Kirche aussehen sollte. Ja, also wie gesagt, wir hatten das ja beim letzten Mal hier alles schon. Aber ich, also es ist jetzt, glaube ich, schon eine Woche her wieder. Ja. Und ich weiß nicht mehr genau, wie, was, wo war. So. Hab mir eben nochmal kurz einen Laster gegossen. Ich mach das ja eigentlich, während ich aufnehme, eigentlich nie. Dass ich dann trinke. Und ist ausnahmsweise mal so die kleine Ausnahme. Schmiedejournal. Der alte Willy Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Aus seinen hervorragenden Gussformen sind schon viele aufwendige und robuste Eisenwaren und Skulpturen entstanden. Willy verwendet nur die besten Materialien und ist besonders für seine prunkvollen Büsten bekannt. Der alte Willy kommentierte die Ehrung. Tja, am Blasebalg bin ich einfach nicht zu halten. Auf den Rhythmus kommt's an. Auf und ab. Auf und ab. Mich haben schon immer die Geschichten von Stanley Eisenhower inspiriert, dem größten Schmied aller Zeiten. Okay. Ja, hier hat sie ja beim letzten Mal eigentlich dran gearbeitet. Aber diesmal gehen wir ein bisschen mit Bedacht vor. Hoffe ich. Ah, komm. Aua! Jetzt lass mich doch mal. Also beim letzten Mal warst du nicht so nervig. Aua. Ich werde hier elendig sterben. Aua. Ganz ehrlich, wie soll man hier einfach so vorankommen? Lass mich da weg. Und ich fühle mich so leicht gehetzt. Oh Gott, Salem! Ab jetzt! Ab!
Oh Gott, oh Gott. Er kriegt man aber echt zu viel. Aua. So, ich muss mir das definitiv nochmal angucken. Vielleicht mal Hilfe suchen. Wie man hier weiterkommt. Denn das hier ist eine Zumutung. Vor allem mit dem Typen, der hier kommt. Also den muss ich definitiv platt machen, weil... Das geht das nicht. Nein, nein! Das hatten wir beim letzten Mal. Das muss ich jetzt diesmal nicht nochmal machen. So. Kruzifix-Abguss haben wir. So. Boah, irgendwie noch mal in irgendein Haus rein. Ich weiß noch nicht mehr. Sächen. Und schau. Hi. Ich will jetzt nämlich noch mal ganz kurz zur Küche rein. Zumindest hier so den letzten Rest. Eben ist das ich gerade. Alter! Okay. Und ihn durch. Er ist wieder runter. Für die Ratten eigentlich. Nein, ich werde nur zur Rattenmörderin. So funktioniert das besser. Aua. Jo. Okay. Ich muss da rein. Lass mich da rein. Du gehst mir da hinten immer noch ein bisschen auf den Keks. Oder lass mich raus. Nein. Nein. Mann. Kommst du jetzt hier hinten hin? Da rein. Lass mich. Und so eine kleine Göre gerade an. Los, Leute, stellt alles auf den Kopf. Wenn wir das Schattenartefakt nicht finden, lässt uns Zarok die nächsten 1000 Jahre bei den Dämonen versauern. Vorkommen.
So, und jetzt hier hinein. Inventar öffnen. So, Nummer 1. Ganz kurz. Sonst nervt meine Mutter noch weiter. Und... nein. Aber ich hätte den Helm trotzdem gern wieder auf meinem Kopf. Und eigentlich müsste das Ding jetzt irgendwie schmelzen. Nur wie, das weiß ich noch nicht. Ah! Okay. Sehr geehrte Mitbürger, auf meinen Reisen durch Gallomir machte ich viele geheimnisvolle und zauberhafte Funde. Doch am allermeisten erschreckte mich dieser Schlägertyp Zarok, der vor nichts zurückschrecken wird, um das Objekt zu bekommen. Ich fürchte, er weiß bereits, dass ich es besitze. Mit furchtsamen Grüßen, der Bürgermeister. Okay. Ich weiß es nur nicht, wo es hier... Und dich auch noch. Das ist halt die nächste große Frage. Lebensflasche. Wie ich... Und wo ich den Kelch finde. Ah. Schwert verzaubern können wir ja auch noch mal wieder. Sorry, ich hab mich nur so erschreckt. Ah ja. So. Schnell, bevor ich hier keine Ladung mehr habe. Und jetzt ist es die nächste Frage. Nichts. Soll ich denn hier ins Haus rein, ne? Ah, okay, nö. Okay.
Hinten müsste ich dann rein. Da stehen noch welche. Dafür. So, Schlüssel. Ja, bei der Hand. Ah ja. Huch. Solange wir jetzt hier weiterkommen. Oh oh. Und ich darf sogar den Kelch holen, trotz dass ich eine Seele getötet habe. Das ist sehr gut. Ich weiß sogar gar nicht, warum dieses Internet so rumspannt. Aber wie komme ich denn da hinüber? Man könnte da vielleicht so rüberspringen, aber kann man scheinbar ja nicht. Jetzt die Frage aller Fragen. Ja, rüberkomme. Aber da komme ich ja nur darüber. Warte mal. Da. Ganz einfach. Warum wollte ich mir das so kompliziert machen? Manchmal ist man aber auch echt zu blöd. Fangt diesen gierigen Geschäftemacher, den Bürgermeister. Bringt ihn ins Anstaltsverlies. Verpasst dem Fettwanst eine Abreibung. Findet das Schattenartefakt. Bringt mir etwas Hübsches mit. Salem. Okay. Salem, muss da jetzt irgendwie runter. Ich sehe das eigentlich bewusst. Ich brauche einen Stuhl für dich, einen extra Stuhl. Nein! Ab! Ich weiß auch gar nicht, was der will. Hat doch alles. Kelche haben wir schon, Alter. Ich würde schon ein Fest mehr daraus machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Räumlichkeiten es dafür gibt. Also, wie viele insgesamt sind. Ich glaube, es müssten 21 Kapitel sein. Ja, Level. Wie lauft ihr denn herum auf das Kio? Oh, ihr habt keinen Stil. Ich, Revenus, der letzte Zentaurenprinz, bin schon seit 10.000 Jahren nicht mehr herumgaloppieren. Seid klug, Fortescue. Nehmt meinen Langbogen,
besser als die Armbrust, für Feuerpfeile geeignet. Die ideale Waffe. Ich gratuliere. Oh, noch nicht ganz mein Format, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und wir haben den Langbogen. Okay. Mensch, bleibst sogar in der Wand stecken. Ich will die Schwette hier haben. Jetzt bleiben wir hier nur an der Wand hängen. So. Okay. Dann gehen wir auch gleich jetzt zum Händler. Weil ich ja mal wieder hier rumspielen musste. Und wir verlassen den Heldensaal. Jetzt müssen wir mal gucken. Könnten Anstaltsgelände. Okay. Aber wir haben ja hier hinten noch die Zaubererde offen. Ja, ne? Ja. Ich würde sagen, wir machen die hier erstmal. Das war damals der Ort, weswegen ich nicht weitergespielt habe. Eine ganze Weile. Ja, irgendwie kam ich da nicht weiter, wahrscheinlich weil irgendeine Waffe gefehlt hat. Ich versuche das auch gerade so aus der Erinnerung zu machen, welches Level wann wie damals gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so richtig ist, was ich hier mache. Ja, stimmt, das fand ich damals gruselig. Hey, Eintrag im Gallowmere-Buch. Stimmt, da wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal reingucken. Gallowmere-Buch. Gut, da ist nichts mehr bei Gegnern. Ratten! Diese Ratten wirken harmlos. Aber sie haben winzige Finger und hecken bestimmt etwas Schreckliches aus. Jede zerquetschte Ratte ist ein Akt des Hochverrats gegen den mächtigen Rattenkönig Derok. Ja. Zaroks mechanischer Schlägertrupp, erbaut in der Stadt des Wahnsinns. In Wahrheit natürlich in China. Die Kohle in ihrem Bauch treibt sie an und gab gleichzeitig ein saftiges Bruststück. Okay. Drachenkröten. Gut, hier dazwischen fehlt ein bisschen was. Zaroks mechanischer Schlägertrupp. Nein, ich wollte die Drachenkröten. Das ist Wahnsinn. Hallo. Was ist aus den uralten Drachen geworden? Süß. Ihre furchteinflößenden Vorfahren würden sich schämen. Leckt ihnen nicht den Rücken. Das ist der schnellste Weg in die Klapsmühle. Nein, wirklich, lasst es. Ja, ist ja gut. Mache schon nicht, keine Angst. Okay. Da kommen wir gerade nicht ran. Mir scheint. Aua! Die miesen, fiesen Kleinen. Den hab ich ganz anders in Erinnerung. Wirklich ganz anders. Lass mich! Diese Drachen sind süß. Jeder ist ekelhaft.
Okay, hier bauen wir die Erdrunde für. Hallo. Wie ist das Buch? Nicht eintreten. Dieses Tor führt zur Gruft der Schattendämonen. Okay. Schattendämonen, hä? Huh? Ja, diese Frosche. Da brauchen wir das hier. Wer hat die Waldhexe gerufen? Wer war das, Sir Fortescue? Verzeihung, ich bin noch nie einem wahren Helden begegnet. Mag die nicht. Oh, verzeiht mir, war nur ein kleiner Scherz. Ich bin ehrlich froh, euch zu sehen, Sir Fortescue. Ich brauche 7 Bernsteine, die im Ameisennest versteckt sind. Bringt sie mir und ich will euch gebührend belohnen. Ich frag euch nur einmal. Ma, wollt ihr's versuchen? Ja. Was? So, hab ich euch nicht gesagt, ihr müsst auf Insektengröße schrumpfen? Oh, schnell zurück! What? Kann mir jetzt mal einer verraten, was hier gerade geschehen ist?